Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Herz schlägt für ihn. Ein Satz oder ein Wort aus dem Buch Jeremia im Alten Testament. Schon im Alten Testament hat Gott wirklich gezeigt, wer er ist. Er zeigte die Liebe wie Vater oder Mutter, wie der beste Freund oder die beste Freundin. Gottes Liebe ist etwas Großartiges, dass wir, die Leibner, das als Patronatsthema genommen haben. Dass wir wirklich sagen können, ja, die Leibner leben von dieser innigen Liebe Gottes. Heute, wo wir dieses geistliche Wort machen, gerade in der Jesu-Kirche, ist das Fest vom Heiligsten Herzen Jesu. In der ganzen Welt ist eine großartige Herz-Jesu-Frömmigkeit vorhanden, wo Menschen wirklich auch die Bilder von dem Herzen Jesu durch die Häuser tragen und sie beten vor dem Bild und spüren die Liebe Jesu. Und gerade das ist eigentlich das A und O des Christentums. Wenn wir sagen, dass die christliche Religion den Schwerpunkt oder den Mittelpunkt hat und dieser Mittelpunkt ist eben die Liebe und das ist eigentlich in dieser Vorstellung vom Herzen Jesu drin. Schon in der Urkirche gab es solche Motive, dass die Christen vor 2000 Jahren gespürt hatten, wie wichtig das ist, dass wir einfach die Liebe Jesu, die aus dem Herzen, aus seinem Herzen kommt, auch spürt, dass man wirklich auch das lebt. Dieses Jahr, 2024, ist es für die Leibner, aber auch für die ganze Region ein wichtiges Jahr. Gerade in diesem Jahr, vor 100 Jahren, wurde diese Herz-Jesu-Kirche geweiht. Da können Sie sich vorstellen, 100 Jahre, das heißt, vor 100 Jahren hat man gewagt, die Leibnerinnen und Leibner wirklich auf diesem Berg diese Kirche gebaut haben. Und sie haben viele Jahre gebraucht, bis überhaupt diese Kirche stand. Aber sie haben nicht aufgegeben, auch durch den Ersten Weltkrieg. Sie wollten sehr, sehr gerne zeigen, welche Liebe sie brauchen und welche Liebe sie geben zu ihrem Gott. Und Herz Jesu, was wir hier haben als kleine Statue, zeigt eigentlich, ja, schaut ihr mal einfach, ja, welche Liebe ich für euch habe. Mein Herz ist total geöffnet, ja, bis ich sterbe, liebe ich euch. Und das ist das einfach, was Jesus damals gezeigt hatte. Und diese Liebe, die durch das Herz kommt, ist eine authentische und ehrliche Liebe. Das ist eine Liebe, die man in einem anderen Wort sagen kann, Hingabe. Hingabe ist eigentlich das, was Jesus für uns getan hatte. Und deshalb freue ich mich sehr, als Leibner Pfarrer zu sein, dass ich auch diese Liebe in mir wahrnehme und diese Liebe auch verkünde durch meine Worte und Taten. Ganz besonders möchte ich euch und Sie zu einem 100-jährigen oder zu dem 100-jährigen Fest von der Herz-Jesu-Kirche einladen. Und das ist am 29. Juni. Wir beginnen schon um 13 Uhr. Das ist die Einladung. Vielleicht finden Sie auch auf unserer Homepage. Und Sie sind sehr herzlich eingeladen ab 13 Uhr. Da werden Kinder, Jugendliche, erwachsene Menschen dazu kommen und dann werden wir miteinander schauen. Und Herr Berno Müller, der über diese Kirche wunderbare Bücher geschrieben hat, ist auch bereit, auch eine Führung zu machen, dass man wirklich schaut, was für ein Kleinod wir haben hier auf dem Berg, was eigentlich zum Himmel steht, dass wir wirklich sagen können, mit dieser Kirche leben wir auch ein Stück des Himmels. Und um 18 Uhr am 29.06. feiern wir eine feierliche Messe und ganz besonders da singen alle Chöre der Seelsorger zusammen. Da werden wir wirklich feierlich tun. Und dann dazu kommt auch ein Pater aus der Neustadt, der Herz-Jesu-Priester ist. Er würde sehr gerne einfach uns zeigen, was ist die Herz-Jesu-Frömmigkeit heute? Wie ist die Herzenliebe von Jesus für uns heute authentisch zu bekommen? Und daher
freue ich mich, wenn Sie dazu kommen können. Planen Sie schon ein, ja, tragen Sie in Ihrem Kalender ein. Und es wäre schön, wenn wir gemeinsam am 29.06. hier in der Herz-Jesu-Kirche uns begegnen können. Aber heute, an diesem besonderen Tag, wo die Kirche das Hochfest des Herzen Jesu feiert, möchte ich einfach Ihnen und euch die Herzensliebe von Jesus wünschen, dass Sie wirklich spüren, dass Sie getragen sind, dass Sie geliebt sind. In diesem Sinne ein frohes Fest.